Hallo und herzlich willkommen bei Intras Basteloase. Wir kommen heute zur ATC-Tauschaktion vom März 2022. Das Thema war Ostern und ich habe 67 Zusendungen erhalten. Beginnen möchte ich wie immer mit meinen. Ich habe gearbeitet mit dem Stempelset Ostergrüße und im Hintergrund habe ich dann noch die Prägeform Wiesenzauber verwendet, so ein Doppelset. Passen von der Größe her auch schön in die kleine Stanzmaschine. Und hier eben das Set Ostergrüße, das ich verwendet habe. Und gearbeitet habe ich in drei verschiedenen Farben. In Heideblüte, Blütenrosa und Osterglocke. Dann kommen wir zu den Zusendungen. Da haben wir einmal die Daniela mit dem Titel Hasenzeit. Und verwendet hat sie das Stempelset Wiesenruhe und die Handstanze Luftballons. Also die Eier sind aus den Luftballon-Handstanzen entstanden. Dann haben wir die Kati. Auch eine sehr schöne Idee mit dem Roboter als Überbringer der Ostergrüße. Total süße Idee. Auch in schönen frühlingshaften Farben gehalten. Titel Ostern mal anders, verwendet wurde das Stempelset Nuts and Bolts und die Ostergrüße. Dann haben wir die Hilde. Sie hat verwendet das Stempelset Nature's Beauty, da ist der Hase her und ihr Titel ist Frohe Ostern. Dann kommt die Angelika. Sie hat verwendet das Stempelset Very Versailles und ihr Titel ist Frohe Ostern und das ist so ein Pergamentpapier oben drüber, das man so wegdrehen kann. Dann kommt die Tina. Sie hat verwendet im Hintergrund das Designerpapier Neue Horizonte. Und das Stempelset Ovale Grüße. Dann kommt die Andrea. Sie hat verwendet das Stempelset Hasenparade und Very Versailles. Dann haben wir die Michaela. Sie hat verwendet das ältere Designerpapier Pfauenpracht. Und hat da aus Ovalen dann die Eier ausgestanzt. Dann haben wir die Doreen. Sie hat das letztjährige, oder ja, ich glaube vom letzten Jahr war es, das Stempelset Fable Friends verwendet. Und die Stanzformen Hortensie. Dann haben wir die Maria. Sie hat die Gänseblümchenstanze verwendet. Die blühen jetzt ja gerade auch alle draußen, überall die Gänseblümchen. Und im Hintergrund ist Designerpapier Mustermix. Dann haben wir die Christine. Auch sie hat mit dem Stempelset Ostergrüße gearbeitet und hat das kleine Küken verwendet. Dann haben wir die Birgit. Auch mit dem Stempelset Ostergrüße. Da seht ihr eben, wie das Stempelset eben immer ganz anders wirkt, je nachdem, wie man es verwendet. Dann kommt die Lena. Sie hat mit so Vogelfedern gearbeitet und auch mit den Ovalen eben die Eier ausgestanzt und ihr Titel ist Ostergruß. Dann haben wir die Diana. Mit dem Titel Hasenpuschel und ihr Stempelset ist Ostergrüße. Dann haben wir die Christiane mit dem Titel Frohe Ostern und verwendet hat sie das Stempelset Das Gelbe vom Ei. Dann haben wir die Angela. Das ist eine Klappkarte, die muss ich euch gleich noch zeigen. Hier eine Banderole, nee, keine Banderole, so ein Verschluss.
Und aufgeklappt sieht sie dann so aus. Zum Verschließen wird das wieder hier so reingesteckt. Dann kommt die Silke. Sie hat verwendet das Stempelset Osterkörbchen. Ist auch schon ein etwas älteres. Dann haben wir die Susanne. Ihr Titel ist Kükentrio und verwendet hat sie das Stempelset Ei, Ei, Ei. Dann haben wir die Manu. Sie hat zwei Zusendungen gemacht. Einmal ein Hallöchen vom Osterhasen mit dem Stempelset Ostergrüße und der Stanze Pinguin. Also der Osterhase ist aus der Pinguinstanze zusammengesetzt. Und ihre zweite Zusendung ist hier einmal eine Klappkarte. Oder eine Aufstellkarte, genau. Kann man dann hier so aufstellen und so hinstellen. Da ist ihr Titel Goldiges Osterküken. Dann kommt die Claudia mit dem Titel Kükengruß. Und dann haben wir die Peggy. Auch sie hat zwei Zusendungen gemacht. Einmal hier mit dem Stempelset Tulip Fields. Da hat sie österliche Tulpengrüße gestaltet. Und als zweites mit dem Stempelset Oceanfront und Welcoming Window der Titel Bunte Eier im Garten. Dann haben wir die Katrin. Sie hat verwendet die Stanzen Osterglocke, das seht ihr gleich im Inneren der Karte. Und der Titel ist Überraschungshase, schön mit einem Klett verschlossen. Und hier drin haben wir einmal eine Osterglocke und so einen Aufstellerhase. Dann haben wir die Aline mit dem Osterlämmchen. Dann kommt Katrins Bastelecke, Titel Ostergrüße. Dann haben wir die Marika. Sie hat eine Klappkarte gemacht. Und zwar einmal hier mit einer Banderole verschlossen und so sieht es dann innen aus. Ups. Happy Möhrchen ist ihr Titel. Dann kommt die Astrid. Auch sie hat zwei Zusendungen gemacht. Einmal den Titel Ausblick. Und als zweites hat sie die Hasenpost und das ist so eine kleine Klappkarte. Dann kommt die Bianca mit dem Titel Osterkranz. Und verwendet hat sie die Stanzformen Schmück den Kranz und die Handstanze Zweige. Dann kommt die Verena mit dem Titel Ach du dickes Ei. Das hat sie aus verschiedenen Streifen Washi-Tape zusammengestellt und dann ausgestanzt.
Dann kommt die Isa mit dem Titel Osterküken und verwendet hat sie das Stempelset Ostergrüße. Dann haben wir die Martina mit dem Stempelset Fable Friends und ihr Titel ist Fable Friends. Dann haben wir die Katrin. Sie hat leider gar nichts dazu geschrieben. Dann haben wir die Dagmar mit dem Titel Ostern im Mini-Pack. Und da hängen an der Leine so kleine Osterhäschen und Ostereier. Dann haben wir die Ingeborg mit dem Titel Frohe Ostern und verwendet hat sie das Stempelset im Babyglück und den Prägefolder Korbgeflecht. Dann haben wir die Birte mit dem Stempelset Ostergrüße und ihr Titel ist Frohe Ostern. Dann kommt die Dorothee. Verwendet wurde Stempelset Kleiner Wunscherfüller und die Deko-Schablonen Schmetterlinge und Blumen im Hintergrund. Dann haben wir die Melli mit dem Titel Vom Osterhasen und verwendet wurde das Stempelkissen Ovale Grüße und Osterschatz. Dann haben wir die Rosmarie mit dem Titel Frohe Ostereier. Verwendet hat sie im Hintergrund die Stanzformel gesticktes Laub. Und die Stanzen schmückt den Kranz. Dann kommt die Mareike mit dem Titel Kükenzeit. Und verwendet wurde das Set Ostergrüße. Dann haben wir die Marina. Sie hat eine Klappkarte gemacht. Auch hier kommt dann so 3D-mäßig der Rahmen quasi nach vorne. Und im Hintergrund hat sie das Designerpapier Neue Horizonte. Und Nature's Beauty hat sie verwendet. Dann haben wir die Caroline mit dem Titel Osterglück. Und sie hat verwendet die Stanzformen schön geschrieben und Feuerwerk und das Stempelset Kleiner Wunscherfüller. Dann haben wir die Johanna. Sie hat das Stempelset Kreative Grenze und Peekaboo Farm verwendet und ihr Titel ist Tierische Ostern. Dann kommt die Bernadette mit dem Titel Eine Runde suchen und verwendet hat sie das Designerpapier aus der Celebration. Dann kommt die Silke. Muss ich mal kurz gucken. Ach, das ist noch für mich ein kleines Kärtchen. Und zwar ist es auch eine Aufklappkarte. Und da kommt auch ein Hühnchen, so 3D-mäßig dann nach vorne. Verwendet hat sie moderne Ranken, Blumengruß und Ostergrüße. Dann kommen wir zur Anja. Sie hat verwendet das Stempelset Süße Grüße für dich und Fable Friends, da war der Osterhase her und ihr Titel ist Eiergrüße.
Dann kommt die Sabine mit dem Titel Ostergruß. Verwendet hat sie das Stempelset Osterschatz und das Designerpapier Narzissenzeit im Hintergrund. Dann kommt die Kerstin. Klappkarte. Ihr Titel ist Ostergrüße. Und verwendet hat sie das Stempelset Ostergrüße. Dann kommt die Heike mit dem Titel Frohe Ostern. Und dann haben wir die Conny. Verwendet wurde wieder das Stempelset Ostergrüße und der Titel ist vom Osterhasen. Dann haben wir die Lisa. Ihre erste Zusendung ist vom Osterhasen der Titel und verwendet hat sie Hase und Spruch aus dem Titel Osterschatz und die Blüten und Blätter sind Handstanzen. Und dann haben wir hier noch mit dem Titel Ostern, Vintage Ostern. Da hat sie verwendet das Stempelset Very Versailles und die Blüten sind wieder aus Handstanzen. Dann haben wir hier einmal die Lisa mit dem Stempelset Ostergrüße. Und ihr Titel ist Versteckt. Dann Nico, auch Stempelset Ostergrüße wurde verwendet. Und der Titel ist Der Osterhase kommt. Und Sandra, Endlich Ostern. Und auch das Stempelset Ostergrüße. Dann kommt die Petra. Ich zeige euch gleich noch nachher, was ich dieses Mal alles noch für tolle Beigaben von euch erhalten habe. Die zeige ich euch nachher, da jetzt schon mal vielen Dank dafür. Die Petra hat den Titel Frohe Ostern und verwendet das Stempelset Ovale Grüße. Dann haben wir hier die Sandra mit dem Titel Kleiner Ostergruß. Und verwendet hat sie das Stempelset Osterschatz, klitzekleine Grüße und lagenweise Kreise. Dann haben wir die Claudia mit dem Titel Hasenparade. Dann kommt die Nicole. Verwendet hat sie das Designerpapier Regenbogen im Hintergrund und ihr Titel ist Fröhliche Eiersuche. Dann kommt die Gabi. Ihr Titel ist vom Osterhasen. Doch sie hat wieder was zum Aufklappen gemacht. Upsala. Und zwar haben wir hier mit den Stanzformen. Das fällt mir gerade nicht ein, wie sie heißen. Sie hat da eben verschiedene Lagen ausgestanzt. Dann haben wir die Diana. Ihr Titel ist Hallo Hase und verwendet hatte sie das Stempelset Fable Friends und Osterschatz und das klassische Etikett. Dann haben wir die Silke. Sie hat, ihr Titel ist Hasenglück und verwendet hat sie das Stempelset Ovale Grüße. Dann haben wir die Doro mit dem Titel Lustige Ostern. Und dann die Ute. Ach du dickes Ei ist ihr Titel
dann kommt die Monique. Verwendet hat sie das Stempelset Ostergrüße und ihr Titel ist Ein Küken im Warmen. Dann haben wir die Bettina mit dem Stempelset Knuddelgrüße und ihr Titel ist Ostergrüße. Und zum Schluss haben wir noch die Zita mit dem Titel Bunte Ostern. So, und dann habe ich dieses Mal ganz, ganz super viele Geschenke noch von euch erhalten. Die zeige ich euch jetzt alle zum Schluss. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Vielen Dank hier an dieser Stelle für die tollen Beigaben von euch. Hier habe ich sogar ein paar Briefmarken geschenkt bekommen. Vielen Dank. Dann hier noch ein kleine Klappkarte. Auch schön in der Größe eines ATCs. Dann habe ich von ganz vielen von euch auch nochmal eine zusätzliche ATC-Karte erhalten. Das finde ich auch ganz toll. Hier einen kleinen Osterhasen-Anhänger. Hier nochmal eine ATC-Karte. Kann ich meine ATC-Sammlung gleich noch um einiges erweitern. Total schön von euch. Wirklich super. Auch hier als Klappkarte. Wirklich wieder ganz tolle Sachen von euch dabei. Das hatten wir ja gesehen. Hier noch ein Tässchen, da war noch ein kleines Schokolädchen drin, das ist leider schon weg. Hier noch eine schöne Dankeskarte. Auch hier ein kleines Dankeschön drin. Und hier eine ganz tolle Osterkarte habe ich noch erhalten. Und dann nochmal eine Osterkarte. Und hier noch ein Schokoladengruß. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure tollen Beigaben. Finde ich mega lieb von euch. Dann möchte ich mich auch nochmal für die vielen Zusendungen bedanken. Das nächste Thema wird sein abstrakte Formen. Also da seid ihr relativ offen, wie ihr das interpretieren möchtet. Der Einsendeschluss ist dann der 23. April und dann freue ich mich wieder auf viele Zusendungen von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!